Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwarz. Ich nehme noch am selben Tag auf, an dem ich den letzten Part aufgenommen habe, da ich mir einfach gedacht habe, ich kann es heute nicht so mit diesem einen Fail-Part stehen lassen. Und deswegen mache ich halt jetzt einfach mal weiter hier in Stratos City. Es ist zwar schon Abend, aber ich denke mal, das macht mir nichts aus. Dieses Mal wieder mit der richtigen Kameraeinstellung. Und, oh, diese Texte, man kann sie lesen, man kann sie lesen, das ist so schön. Oh, ich bin so gerührt. Naja, die Hintergrundbeleuchtung hat sich auch geändert, also die in meinem Zimmer. Ich setze nicht auf das eigentliche Zimmerlicht, sondern auf diese schöne kleine Kugellampe vom Ikea. Ihr kennt die vielleicht. Ah, schwedische Qualitätsmöbel. Aber jetzt sind wir in Amerika und müssen gucken, wo sich denn der zweite befindet. Ich glaube, einer befindet sich am Pier. Denn wir suchen gerade diese Tänzer. Ist das eigentlich so richtig? Ja, ist alles schön im Bild. Ich will in diesem Part endlich wieder kämpfen. Ist ja schon der 20. Part, soweit ich weiß. So, ich bin ein bisschen weiter weg. Oder ich schaue am besten auf den Bildschirm. Ja, wir haben es so gemacht, dass ich auf den Bildschirm schauen soll, auf den Kamerabildschirm. Wo seid ihr nur? Ich weiß es wirklich nicht. Versteckt euch doch nicht. Ich suche euch und ich brauche euch, um im Spiel voranzukommen. Nein, das ist natürlich gelogen. Weil es ist ja nur eine optionale Mission. Da ist ja einer, aber sofort habe ich mal geschnitten das Pokémon. Weil wir müssen jetzt mal wieder Skyzoo trainieren. Was macht Nagelotz eigentlich da drin? Was gibt's denn? Oh, eine Tanzgruppe. Stell mich den Mitgliedern unbedingt vor. Aber vorher sollten wir noch eine Runde kämpfen. Auch beim Pokémon-Kampf tanze ich dich an die Wand. Ich kenne schon, wo man andere an die Wand singen muss, aber das will ich jetzt nicht erwähnen. Gell, RTL? So. Dann setzen wir am besten Felswurf ein. Ich kenne nichts Besseres. Und über was könnten wir denn sonst noch so reden? Ja, ich nehme das am 4. Oktober auf. Also einen Tag nach dem Tag der Deutschen Einheit. Und zwei Tage nachdem Smash Bros. Rauskam. Ich habe es natürlich schon unboxed. Habe es auch schon durchgespielt. Ich bin mit den Schritten durcheinander gekommen. Wie war das möglich? What's happened? Worum ging es noch gleich? Ach ja, die Tanzgruppe. Ich bin auf jeden Fall mit von der Partie. Könnten auch Brüder sein. Naja. Entschuldigung, dass ich gerade so stylisch geatmet habe. Und guck mal, das ist schon der letzte. Das klingt ja hochinteressant, aber ich kann keine Bitte von jemandem annehmen, der schwächer ist als ich. Wie das mit einem kleinen Kampf, ja. Also ihr seht, ich setze die Affen ein. Sie kommen schon unglaublich oft vor. Aber damit muss man jetzt leben. Deshalb aus Spanien zu kommen. Aber ich glaube, Hip-Hop ist in Spanien gar nicht so verbreitet. Glaubt mir, ich kenne mich mit solchen Sachen aus. Und danach geht es in diese Kampf-AG, wo wir um einen EP-Taler kämpfen. Darauf freue ich mich schon. Immer diese Geräusche, die da nachts kommen. Hat wieder irgendjemand irgendwas verbrochen? Dafür lebe ich doch in einer so ruhigen Stadt. Damit mir keiner an den Kragen geht. Okay, wahrscheinlich ist es ein herrenloser Hund. Du suchst Leute für eine Tanzgruppe, das klingt wirklich interessant. Ich bin auf jeden Fall mit von der Partie. Ach, die sagen alle dasselbe, anscheinend. Oder Eulen, ich weiß es nicht. Jedenfalls nehme ich das schon so ungefähr 19 Uhr, knapp vor 20 Uhr auf. Könnte von der Beleuchtung her täuschen. Vielen Dank, eine super Tanzgruppe ist dank dir entstanden. Und so drücke ich meine Freude aus. Mit einem Münzamulett. Dadurch bekommen wir, glaube ich, mehr Gewinn
wenn wir einen Pokémon-Kampf gewinnen? Mit jedem Tanz vermitteln wir eine Botschaft. Ob Freude oder Trauer, unsere Welt ist so reichhaltig. Ja, habe ich euch das eigentlich schon erklärt? Hier kann man verschiedene Getränke kaufen. Ist auf jeden Fall erwähnenswert, weil ich meine, auf normale Tränke zu setzen, ist ja auch nicht immer das Wahre. So, dann gehen wir jetzt mal schön ins PC. Eine tolle Abkürzung immer noch. Um uns zu heilen. Und den Herr da oben habe ich auch schon erklärt. Oh mein Gott, ich muss mich daran erinnern, was ich schon nicht alles erklärt habe, weil es kann sein, dass ich einiges vergessen habe, aber in Strato City ist das ja sowieso selbstverständlich. So, haben wir eigentlich noch Items? I need them so much. Sprudel, Limonade, cool. Habe ich anscheinend gekauft. Mensch, langsam schießen mir die Erinnerungen wieder in den Kopf. Normalerweise würde jetzt jemand hier so ein GIF einfügen, also praktisch so eine Art Bild mit Ton. Zum Beispiel, wo jemand mit einem Revolver auf einen Kerl schießt und er sagt, oh no! Ich weiß, gerade extrem dumm dargestellt und ich habe eure Zeit wahrscheinlich verschwendet, aber das war's mir wert. In diesem Gebäude prallen nicht die Meinungen der Angestellten aufeinander, sondern ihre Pokémon. Das ist ja ziemlich störgos, aber mach dich oben besser auf einiges gefasst. Also ich muss ja gerade in der Schule so ein Projekt machen und da muss ich ein Plakat über Apple vorstellen oder beziehungsweise die Firma an sich mit Hilfe eines Plakates vorstellen. Das zusammen mit drei anderen Leuten. Und was da alles passiert ist, Leute, das wünscht ihr euch nicht. Für diejenigen, die aus meiner Klasse zuschauen, ihr wisst, wen ich meine. Meine Güte, es sind aber auch viele Anspielungen. Jedenfalls scheinen diese Beamten oder Angestellten, je nachdem, das könnte ja auch Zoll sein, was weiß ich, keine Buchhaltung gelernt zu haben, beziehungsweise, ja, es ist eine Kampf-AG. Also, anscheinend hatte man dieses Gebäude gebaut mit der Idee, es sollte ein Büro-ähnliches, es sollte ein Büro werden für irgendwas, hat aber dann ganz schön rasch die Meinung geändert, weil man sich gedacht hat, oh nee, das kostet doch so viel, diese ganzen Möbel da einzubauen, machen wir daraus lieber so eine Art Kampf-AG. Ja. Und das Komische ist, normalerweise ist der Hausmeister nur ganz unten angeordnet, doch hier ist er das Nonplusultra. Hier ist der Hausmeister der Chef, zumindest sieht er so aus wie ein Hausmeister. Ja, eine relativ doofe Strategie, die ich mir da ausgedacht habe. Aber ihr seht, es wirkt. Ja, normalerweise würde jetzt hier jemand über das Thema Workaholic sprechen. Aber ich mache das nicht. Wen wollte ich eigentlich nochmal in mein Team reinnehmen? Nein, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Meine Güte, weil ich so betriebsfreundlich bin oder was? Ja, also mit Flottball kann man halt Pokémon relativ schnell fangen. Am besten schon in den ersten zwei Runden und mit dem Timerball muss man einige Runden warten. So, über was könnten wir denn noch reden? Oh, wir müssen mal wieder irgendwelche Themen einfallen, weil mit Pokémon rede ich ja so gerne. So, der scheint nicht sehr multitaskingfähig zu sein. Aber gut, bei dem, was ich im Schulranzen trage, ist es auch fragwürdig, wie es so ein 16-jähriger Knabe schafft. Ja, ich weiß, ich lästere gerade sehr viel über die Schule ab. Eigentlich darf ich das gar nicht. Aber wir sind in Deutschland und wir dürfen unsere Meinung frei äußern. Ich meine, ich habe ja niemanden beleidigt.
Was für ein fairer Mensch, denkt ihr euch sicherlich. Wahrscheinlich sind die alle nur ehrenamtlich angestellt, die bekommen gar kein Geld. Ein Hoch auf die Volunteers. Oder haben die gerade Mittagspause, was weiß ich. Aber ich bitte euch, normalerweise baut man da so eine Einrichtung wie den Kampfturm. Und doch keine Arbeitsgesellschaft. Oder Aktiengeschäft heißt es ja, die Abkürzung. Aber warte mal, es gab die englische AG, aber das ist wirklich die Arbeitsgemeinschaft oder Arbeitsgesellschaft. Aber ne, die Abkürzung lautet ja Aktiengeschäft normalerweise. Was man nicht alles im Unterricht in BWL lernt. Ja, ihr seht, ich werde von Let's Play zu Let's Play schlauer. Ja, aber jetzt kommen wir mal wieder zu Pokémon zurück. Und zwar der Release-Termin von Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir kommt in greifbare Nähe oder rückt in greifbare Nähe vor. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Erwartungen habt ihr denn von dem Spiel. In meinem Infovideo oder in meinem Newsvideo, welches hoffentlich bald kommt, werde ich nochmal alles auflisten, was ich mir gerne wünschen würde. Also bis jetzt hat mich das Spiel noch nicht so gekriegt, aber mit den letzten Trailern fand ich dann doch das, was ich gesehen, das fand ich das Gesehene dann doch relativ gut. Wie hier in Baden-Württemberg. Oder sagt man das im Norden eigentlich? I have no idea. I have no plan. Naja. Dieses Viech regt mich schon wieder auf. Das gefällt mir gar nicht. Weil es behaupten muss, ich bin ein Pflanzen-Pokémon. Ich bin voll der Veggie. Veggie, Reggie. Ja. Der hört gerne Reggie-Musik. Und isst nur Pflanzen. Nee, der müsste eigentlich... Ja, der trinkt nur Wasser. Ganz einfach. Der würde niemals seine Artgenossen essen. Da gab es schon Umstrittenheiten bezüglich des... mit den Pflanzendinosauriern, mit den Pflanzenfressern. Aber so ganz hat diese Diskussion dann doch nicht stattgefunden. Naja, kehren wir zurück zu Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir. Was mich auf jeden Fall erschreckt, sind die Massen, die Trainermassen, Massenbegegnungen, also vor allen Dingen so wahrscheinlich bei Team Aqua und Team Magma eine Rolle spielen und dazu vielleicht noch halt diese, die, das Design mancher Charaktere, also seht euch zum Beispiel mal Adrian an oder Mark. Gut, Mark geht eigentlich, aber so intelligent war der auch nie. Mir kamen die immer wie die Feuerbändiger aus Avatar vor, die Leute von Team Magma. Naja. So, holen wir uns noch schön dieses Item hier. Beleber. Ist, glaube ich, der erste. Also, ich erkläre es euch mal, wie der Beleber funktioniert. Beziehungsweise, warum tue ich das eigentlich? Warum mache ich das eigentlich? Guck mal, es steht sogar ein Fernseher. Ja, mit dem Beleber können wir eins unserer Pokémon im Kampf wiederbeleben. Oder wenn das Pokémon kampfunfähig ist. Aber allein sagt es doch, dass die Pokémon tot sind, weil wenn man etwas beleben möchte, muss ja etwas da sein, was tot ist. Und vor allen Dingen, wie die Dinger aussehen. Ich meine, stopfen wir die denn in den Mund? Und ich meine, nicht mal der Trank ist ja ein Trank. Man sieht ja im Anime, dass man da sprühen muss. Gut, bei Paralyse kann ich das noch irgendwie verstehen, aber ich bitte euch einen Trank. Ich meine, es gibt ja das Tafelwasser. Das Tafelwasser, das kann man ja nicht versprühen. Okay, das geht doch, aber bei manchen Pokémon wird es wirklich nicht so schön. Feuer- und Gestein-Pokémon zum Beispiel. Aber ich kann nicht verstehen, dass manche oder dass ein Supertrank durch Sprühen denselben Effekt hat wie ein Tafelwasser, das man einem Pokémon zum Trinken gibt. Naja.
Aber dafür habt ihr ja die Kommentarsektion, eure Meinung dazu zu posten, genauso wie ihr den Part fandet. Gebt mir bitte einen Daumen hoch und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also, ihr müsst mich auch natürlich abonnieren. Bis zum nächsten Mal und ciao!